Die Krim. Am 1. Dezember 1991 stimmte eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung der ukrainischen Sowjetrepublik für die Unabhängigkeit. Die Mehrheit fiel auf der Krim kleiner aus, aber es war eine Mehrheit. Mit diesem Votum startete die Ukraine in ihre staatliche Unabhängigkeit, in ihren heutigen international anerkannten Grenzen. Die Krim wurde 1954 administrativ in die ukrainische Sowjetrepublik integriert. Dieser administrative Akt erhielt 1991 eine neue Bedeutung und wurde zunehmend von Russland als illegitim dargestellt. Der Status der Krim wurde zur ersten territorialen Herausforderung der unabhängigen Ukraine. Es ging dabei um die Beziehungen zwischen Kiew und der Region Krim, die bilateralen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland und auch um das Zusammenleben auf der multiethnischen Krim. Die Krim war und ist die einzige Region in der Ukraine, in der sich über die Hälfte der Bevölkerung von der Herkunft her als russisch bezeichnet. Die Deportation der gesamten krimtatarischen Bevölkerung durch Stalin unter dem Vorwand der Kollaboration mit den Deutschen hatte die ethnische Zusammensetzung der Krim nachhaltig verändert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kehrten über 250.000 Krimtataren und Krimtatarinnen zurück auf die Krim. Sie unterstützten den ukrainischen Staat, aber sie forderten ihre Anerkennung als indigenes Volk. In den frühen 90er Jahren gab es eine sogenannte russische Bewegung auf der Krim, aber letztendlich fehlte ihr die Kraft und auch die Unterstützung eines innen- und außenpolitisch noch schwachen Russlands unter Boris Jelzin. Kiew verfolgte eine überwiegend moderate Politik gegenüber der Region. Laut der Verfassung von 1996 ist die Ukraine ein Unitarstaat, enthält aber auch die autonome Republik der Krim. Die Autonomierechte sind allerdings begrenzt. Politisch wurde die Region zu einem festen Bestandteil des Südostens der Ukraine. Separatistische Bewegungen gab es auf der Krim unmittelbar vor 2014 nicht, obwohl dies in der offiziellen russischen Staatsrhetorik anders dargestellt wird. Wladimir Putin reagierte auf die Massenproteste des Euromaidan 2013-14 und den daraus resultierenden Regierungswechsel in Kiew mit der Annexion der Krim. Am 27. Februar 2014 tauchten auf der Krim russische Sondereinheiten ohne Hoheitsabzeichen auf, die militärische und politische Institutionen unter ihre Kontrolle nahmen. Dieser Verstoß gegen das Völkerrecht ist der Beginn des Kriegs gegen die Ukraine, auch wenn die Annexion international von den meisten nicht so benannt wurde. Ein Scheinreferendum am 16. März sollte der Annexion den Anschein von Legitimität verschaffen. Die Abstimmung verlief weder frei noch fair, sondern in Präsenz bewaffneter russischer Sondereinheiten. Angeblich sollen über 90% der sogenannten Wiedervereinigung mit Russland zugestimmt haben. Putins Popularität stieg nach der Annexion stark an, auf über 80%. Zehntausende verließen die Region und Russland erhöhte gezielt den russischen Bevölkerungsanteil. Der politische Anspruch Russlands auf die Krim wird aus einer bewusst selektiven historischen Erinnerung abgeleitet. Der Ursprung der russischen Orthodoxie wird auf der Krim verortet. Danach wird vieles ausgeblendet und die Geschichte erst 1783 mit der Eroberung der Region durch das Zarenreich fortgeschrieben. Die Krim-Annexion war die erste Phase in Russlands Krieg gegen die Ukraine, der sich mit dem Krieg im Donbass ab dem Frühjahr 2014 fortsetzte und im Angriff auf die gesamte Ukraine ab Februar 2022 kulminierte.